kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Nicht-Gothic 4 Arcania. Wir sind hier in der Burg am Silbersee, die wirklich sehr schön aussieht. Und wir müssen noch mit dieser Frau hier sprechen. Sei gegrüßt. Gunda. Denk bitte an die Heilnüsse. Die Verwundeten können nicht länger warten. Jetzt machen die hier alle schon Stress, ne? Ich hab die Heilnüsse. Hier, nimm. Vielen, vielen Dank. Daraus können wir genug Heilsalbe für alle Verwundeten machen. Na also. Kannst du dieses Rezept gebrauchen? Ich habe es in der Burg gefunden. Was machst du hier? Ich pendle zwischen Tushu und Stuark. Aber die Orks wollten mich überfallen und ich musste zurück in die Burg fliehen. Jetzt warte ich darauf, dass jemand den Orks Manieren beibringt. Ja, das machen wir. Die Orks sind frech geworden? Ich kenne sie schon jahrelang und eigentlich sind sie immer friedlich gewesen. Hin und wieder haben sie mir etwas Met abgekauft. Seit ein paar Monaten sind sie aggressiv geworden. Der Überfall vor ein paar Tagen war der traurige Höhepunkt. Erzähl mir von dem Überfall. Ich bin mit meinem Karren auf der Straße Richtung Tushu gefahren. Da sind sie aus dem Wald gestürmt. 4, 5 Orks. Knüppel in der einen Hand, Schnapsflasche in der anderen. Sie sind über ihre eigenen Beine gestolpert und haben was von Überfall gegrölt. Dann habe ich eine zweite Gruppe gesehen, weiter unten auf der Straße vor mir. Ich habe meinen Karren gewendet und bin zurück zur Burg. Ein betrunkener Ork ist lächerlich. Viele betrunkene Orks sind gefährlich. Mhm. Was willst du jetzt tun? Ich werde den Leuten hier helfen, so gut ich kann. Wenn die Gegend wieder sicher ist, nehme ich meine Geschäfte wieder auf. Hast du Giltur gesehen? Der Kastellan ist in der Zitadelle, oben am Kamin. Hier soll es ein Archiv geben. Ein Archiv? Meinst du etwa den Keller? Den mit den vielen Büchern? Da kommt man nur mit der Erlaubnis des Barons rein. Wer hätte das gedacht? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Achso, ihre Waren haben wir uns ja sogar mal angesehen. Ja komm, aber ich verkaufe dir jetzt mal ein paar tolle Sachen hier. Damit du auch mal was Gutes im Angebot hast, online. Das kann alles weg. Diese ganzen Sachen können eigentlich auch weg. Das kann man ja nicht verkaufen. Ja, schön. Dann sind wir auch nochmal eine Stufe aufgestiegen. Pushen wir das mal weiter hoch. Dann haben wir bald schon alle Nahkampffähigkeiten freigeschaltet. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, und Heiltränke können wir uns jetzt machen. Dass ich das noch erleben darf. Bursche, was gibt es zu gucken? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Ah, hier kann man dann auch nochmal alle Rüstungen kaufen, die man vorher hätte bekommen können. Interessant. Beziehungsweise... Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Was hatte der denn hier noch? Meisterklinge, das sind ja ganz schön teure Sachen. Ja, ich glaube nicht, dass ich mir das kaufen will. Du bist Schmied? Schlaues Bürschchen, ich bin beeindruckt. Natürlich bin ich Schmied. Der Beste, den du zwischen Stuark und Setarif treffen kannst. Seit vielen Jahren im Dienst der Baronie Silbersee und seiner Lordschaft. Seine Lordschaft hat Probleme, habe ich gehört. Bei meinem Amboss, Bursche, das kann man wohl sagen. Die Orks haben ihn geschnappt und verschleppt. Es ist eine himmelschreiende Schande. Aber die Orks sind doch friedlich, oder nicht? Das haben wir auch gedacht. Jahrelang haben die Faulpelze in ihrer Höhle gehockt und keinen Mucks von sich gegeben. Bis Erhag gekommen ist. Erhag und seine Kumpanen. Was weißt du über Erhag? Erhag ist ein Orkkrieger aus Myrtana. Er ist eines Tages mit seiner Bande hier aufgetaucht und wollte den faulen Stamm auf Vordermann bringen. Das hat unserem Herrn nicht gefallen. Also hat er Erhag in einen Käfig der Büßerschlucht gesteckt.
Die Büßerschlucht ist eine Art Gefängnis, oder? So ist es, Bursche. Dort landen die Leute, die sich hier daneben benehmen. Was ist mit Erhag passiert? Nach ein paar Monaten hat Lord Garvan Gnade vor Recht walten lassen und Erhag in die Freiheit entlassen. Eine Dummheit, wie wir jetzt wissen. Erhag hätte seinen Käfig nie mehr verlassen dürfen. Was hat Erhag getan? Lange Zeit war alles ruhig. Dann ist unser Herr in die Schlacht gezogen. Kaum hatte er die Burg verlassen, ist Erhag vor den Toren aufgetaucht. Mit dem ganzen Stamm. Was wollten die Orks? Die Burg einnehmen. Bursche, was sonst? Aber bei meinem Amboss, wir haben ihnen gezeigt, wie die Leute vom Silbersee kämpfen. Ha! Ein paar lausige Orks können unsere Burg nicht einnehmen. Und wie ist Garvan in Gefangenschaft geraten? Er war auf dem Rückweg vom Schlachtfeld, hatte kaum Männer um sich und alle waren müde und schwach. Sie sind den Orks in die Arme gelaufen. Wir konnten nichts tun. Vor unseren Augen haben sie Lord Garvan umzingelt und überwältigt. Warum tut jetzt niemand was, um Lord Garvan zu retten? Bursche, schau dich mal um. Was siehst du? Lahme, Schwache, Verwundete und Weiber. Wer soll ausrücken und die Orks angreifen? Ich? Ich mache Waffen, ich führe sie aber nicht. Hat er nicht gerade noch lautstark verkündet, wie gut die Leute von der Silberseeburg kämpfen? Wo finde ich Giltor? Den Kastellan? In der Zitadelle, Bursche. Einfach die Treppe hoch. Das Silberseearchiv. Es ist hier in der Burg, richtig? Nein. Es ist da draußen, im Silbersee. Kannst doch schwimmen, oder? Hör mal. War nur ein Witz, Bursche. Klar ist das Archiv hier. Frag den Kastellan. Ja, schon alter Scherzkeks. Sieh an, der Kerl hat was drauf. Nein! Manche Sachen sind doch echt gelungen, wie diese Inno-Statue zum Beispiel. Die gefallen mir. Da bist du ja. Hast du Doran zurückgebracht? Bei der Hand genommen habe ich ihn nicht. Aber ich habe ihm die Standarte besorgt und er hat versprochen, zur Burg zurückzukehren. Das ist eine gute Nachricht. Dann lass uns jetzt über dein Anliegen sprechen. Was kann ich zum Dank für dich tun? In eurer Burg soll es ein altes Archiv geben. Ich würde es gern besuchen. Den Zutritt zum Archiv kann dir nur Lord Garvan gewähren. Du weißt doch sicher, wie man eine Tür aufmacht. Ohne die Erlaubnis meines Herrn sind mir die Hände gebunden. Und jetzt? Vielleicht hast du schon davon gehört. Unser Herr befindet sich in einer misslichen Lage. Die Orks haben ihn verschleppt. Ja, ich weiß. Ein schlechter Witz. Sie haben ihn überwältigt, als er schwach und verwundet vom Schlachtfeld zurückgekehrt ist. Wir konnten nichts dagegen tun. Wenn du uns helfen würdest, Lord Garvan zu befreien... Schon gut. Wo sind die verdammten Orks? Sie leben in einer Höhle im Süden unserer Burg. Ich komme mit Garvan zurück. Oder gar nicht. Wenn du über die Brücke ins Orkgebiet willst, brauchst du die Losung für die Wachen. Sie lautet: Nichts ist so gülden wie die silberne Ehr. Noch eins. Was kannst du mir über das Archiv erzählen? Wie alt ist es? Alt. Uralt. Die Schriften sind viel älter als die Burg, die erst von Robar dem Zweiten errichtet wurde. Von Robar dem Zweiten? Dem letzten König von Myrtana? Ja. Damals hat Lord Tronta hier in seinem Namen regiert. Wir Setarifa haben dem ein Ende bereitet. Nun herrscht Lord Garvan auf dieser Burg. Der Bruder von Esorn dem Sechsten. Sehr interessant. Naja, ich habe mich jetzt hier mal in der Burg umgeschaut. Also die ist schon sehr schön, aber ja, viel gibt's hier nicht. Sieh an. Willst du etwas für die Verwundeten tun? Wie kann ich helfen? Weit im Süden von hier, in der Wildnis hinter dem Silbersee, gibt es einen Tümpel. Dort wächst Teichkraut. Vielleicht bist du ja sowieso dort in der Gegend unterwegs und kannst ein paar Büschel mitbringen. Gold habe ich keins, aber ich könnte dir etwas über Tränke beibringen. Wenn ich in der Gegend bin, halte ich die Augen nach deinem Kraut offen. Eigentlich suche ich Lord Garvan. Hast du noch nicht von den schrecklichen Ereignissen gehört? Unser Herr ist den Orks in die Hände gefallen. Wir sind alle in großer Sorge. Ich dachte, die Orks sind friedlich. Das haben wir auch gedacht.
Doch kaum war Lord Gawain mit seinen Männern zum Bluttal ausgerückt, haben sie die Burg belagert. Ein großer Ork hat sich vor dem Tor aufgestellt und verlangt, dass wir uns ergeben. Was für ein großer Ork? Ich habe den vorher noch nie gesehen. Er scheint der neue Anführer der Orks zu sein. Ein furchtbares Wesen. Wir hatten alle Angst. Es gibt da diese Geschichte. Die Orks haben die Burg belagert? Ja, wir mussten alle auf die Zinnen. Nach ein paar Tagen waren sie auf einmal verschwunden. Sie haben Lord Gawain gefangen genommen. Was für eine Geschichte meinst du? Am besten sprichst du mit unserem Schmied Velgard darüber. Er weiß mehr. Warum hat niemand Gawain geholfen? Schau dich doch mal um. Die Burg ist voller Verwundeter. Wer sollte denn vor die Tore eilen und dem Lord zur Seite stehen? Ich? Ich bin Heilerin, keine Kriegerin. Wir konnten nur tatenlos zusehen. Wenn Kraglan schon nicht in die Schlacht zieht, hätte er wenigstens die Burg verteidigen können. Was hat Kraglan mit dem Angriff der Orks zu tun? Mein Bruder hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat Lord Gawain die Gefolgschaft verweigert und sich in den Wäldern versteckt. Das steht einem Gildenmeister nicht gut zu Gesicht, finde ich. Das war feige. Was weißt du über die Schlacht? Nur das, was ich von den Verwundeten höre. Robar hat einen Dämon beschworen, um Lord Gawain zu besiegen. Aber die Götter selbst waren auf unserer Seite und haben Steine vom Himmel geschickt. Der Dämon wurde vernichtet und Robar musste fliehen. Erzähl mir mehr. Sprich mit Kador. Der war dabei. Wer ist ein Kador? Wie geht es eigentlich deinem Sohn Kilian? Kilian? Dem geht es gut. Du bist sein Retter? Ich hatte ja keine Ahnung. Wie soll ich dir nur danken? Wo ist denn der Vater des Jungen? Der Nichtsnutz hat uns schon vor Jahren hier sitzen lassen und ist nach Norden gegangen. Da soll er auch bleiben. Wir kommen gut alleine zurecht. Was ich hier so komisch finde, teilweise hast du ja ganz interessante Ereignisse, so wie der Großmeister der Gilde hier von den Waldläufern. Was? Man hat doch gerade was gesagt. Der hilft nicht in der Schlacht und man würde ja dann vielleicht auch erzählen können, warum er nicht geholfen hat oder so, aber weißt du, daraus wurde dann nichts gemacht. Aber manche Grundideen könnten für eine gute Geschichte herhalten, aber es wurde irgendwie nicht viel daraus gemacht, ne? Und die Orte, die sie hier geschaffen haben, die würden auch reichen, um eine gute Geschichte zu erzählen, weil diese Burg und so, das Umland, das ist ja sehr schön, ne? Grüß dich, Fremder. Da ist er doch, der Kraglan. Da bist du ja wieder. Eine gute Nachricht habe ich für dich. Was für eine sollte das sein? Jilvi lebt und ist hier im Tal. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja, das sagte ich bereits. Wie steht's? Jetzt, wo mein Neffe wieder in Sicherheit ist, geht es mir etwas besser. Aber ich kann nur für mich reden. Sieh dich um. Die Erinnerung. Die furchtbare Erinnerung. Ja, die kommen gerade wieder zurück an diese Spiele, das stimmt. Na, Bursche? Gefällt dir meine Arbeit? Ja, von dir könnte ich noch was lernen. Lass dich anschauen. Weißt du, wie man Hammer und Amboss benutzt? Ich denk schon. Tatsächlich? Nun, Bursche, ich habe eine Aufgabe für dich. Besorg mir mein Skizzenbuch und ich werde dir ein paar Kniffe beibringen. Wo finde ich dein Skizzenbuch? Im Süden der Burg steht ein alter Wachturm. Dort bin ich gerne gesessen und habe an meinen Entwürfen gearbeitet. Aber eines Tages sind die verlausten Orks gekommen und haben mich vertrieben. Bei meinem Amboss, dieses elende Pack. Und dein Buch ist verloren gegangen? Du hast es erfasst, Bursche. Bring mir das Buch und du wirst die hohe Schmiedekunst erlernen. Ich werde nach dem Buch suchen. Tu das, Bursche. Viel Glück. Ja, wenn es weiter nichts ist, ne? Echt schade, dass hier so ein gammeliges Wetter jetzt ist, ne? Durchgang gesperrt! Zurück! Nichts ist so gülden wie die silberne Ehre. Woher weißt du? Nun denn, du darfst passieren, wenn du verrückt genug bist. Verrückt genug? Was soll das heißen? Nun, ich würde nur mit einer kleinen Armee nach Süden gehen. Die Gegend ist wirklich übel. Ich bin eine kleine Armee. Großmaul. Ja, wir sind gar nicht abgehoben mittlerweile.
Aber nach dem, was wir so geleistet haben, warum nicht? Ne? Machen hier alles im Alleingang. Da kann man auch mal eingebildet werden. Gerade wenn man Leonardo DiCaprio ist. Ja, jetzt ist doch endlich schönes Wetter hier. So sieht das doch viel, viel besser aus. Aber jetzt fängt schon an mit den Reskin-Gegnern hier. Jetzt gibt es hier schon andere Varianten der altbekannten Gegner, die aber genauso aussehen. Denn das hier ist ein Wiesenschinder. Kennt ihr noch den Wiesenschinder? Der ein oder andere müsste ihn ja noch kennen. Was willst du? Hier ist Ortland. Hier wohnt Shurak. Geh weg! Ist das nicht der Sprecher von Gorn, der den auch vertont hat? Mit einem Filter drüber? Ich bin schnell wieder weg. Ich suche nur ein Buch. Buch. Och, das Menschending. Das ist gut für das dunkle Geschäft. Dunkles Geschäft? Was für ein dunkles Geschäft? Es gibt das helle Geschäft und das dunkle Geschäft. Das Menschending ist gut für das dunkle Geschäft. Schön weich. Hell, dunkel, sonst geht's gut, was? Her mit dem Buch, sonst lernst du das rote Geschäft. Nein, ist Shurak sein Buch. Dann sind es auch Shurak seine Schläge. Was ja auch sehr interessant ist, dass ich... Was soll das? Nimm das Ding. Das Buch. Weg damit. Lass mich in Ruhe. Also, dass es keine Alternativlösung jetzt gab. Aber das mit dem dunklen und hellen Geschäft ist schon sehr widerlich, muss man sagen. Warum nicht gleich? Boah, meine Güte, das stinkt aber widerlich. Tja, Shurak. Das war wohl nichts. Na, sieh mal einer an. Feindliche Orks. Oh, und da ist sogar so ein Nordmarkrieger. Ich muss sagen, dass hier so ein Unterschied gemacht wird von den Nordmarkriegern zu den normalen Orks, finde ich schon irgendwie cool. Aber was macht er da für einen Zauber? Ist seine Axt geil? Die sieht nämlich verdammt nice aus. Ah, leider nicht, aber die sieht mega geil aus. Ist das nicht auch die, die Gorn hat? Doch, ich glaube schon. Wieso trägt Gorn denn so eine Ork-Waffe? Oder wieso haben sie Gorns Waffe zu einer Ork-Waffe gemacht? Das wäre ja die bessere Frage. Orks Irland. Was? Mensch? Halt! Niemand rein, Tor zu. Mach das Tor auf, ich muss mit Erhag reden. Tor zu, Erhag drin. Du draußen, ich dazwischen. Was hindert mich daran, dir eins in die Fresse zu hauen? Nix, aber Tor bleibt zu. Dann mach ich das Tor eben selbst auf. Tor zu, von innen. Ich befehle, Diener Daruk öffnet. Was muss ich tun, damit Daruk das Tor aufmacht? Du nett zu Orkboss. Holst Skaboos von Melok. Skaboos? Melok? Ich verstehe kein Wort. Langsam. Für Mensch. Skaboos. Schnaps. Melok. Schamane. Macht Skaboos. Melok weg. Orkboss ohne Skaboos. Ich bring dir den Schnaps von Melok und du sagst Daruk, dass er das Tor aufmachen soll. Richtig? Schlau. Sehr schlau. Orkblut in Mensch. Bisschen. Orkblut? So ein Quatsch. Wo ist Melok? Geflohen. Versteckt. Süden. Du suchst. Hinter Fluss. Süden da. Wo nicht Norden. Du verstehst. Ich besorg dir deinen Skaboos. Ja. Wenn ich dir eins besorge, dann Skaboos.
Guck mal, da sind die Lurker. Ich muss auch sagen, diese Interpretation von Lurkern gefällt mir auch. Also bisher finde ich eigentlich die meisten Viecher sehr, sehr cool. Was bist du denn für ein dunkler Goblin? Eine Hütte. Und guckt mal, wer da ist. Und, mein Freund, wie geht's? Hallo, mein Freund. Was treibt dich in die Wildnis? Auch hier muss ich wieder sagen, Lester, verdammt gut umgesetzt. Freund? Sind wir uns schon mal begegnet? Alle Leute sind meine Freunde, mein Freund. Bis sie mich eines Besseren belehren. Verstehe. Ich bin für Giltor unterwegs. Was machst du hier? Ich warte. Worauf? Auf einen Weg nach Tushu und auf... Nun, das ist ein Geheimnis. Du willst nach Tushu? Ja, ich lebe in der Nähe von Tushu, im Sumpfland. Aber das Erdbeben hat den Pass zugeschüttet und jetzt sitze ich hier fest. Was kannst du mir über Tushu erzählen? Tushu ist ein heiliger Baum, allen drei Göttern geweiht. Magier jeglicher Art leben dort. Das muss ein verdammt großer Baum sein. Du bist also ein Magier? Nein. Um Tushu herum liegt Schwarzwasser. Und um Schwarzwasser herum liegt der Sumpf. Ich wohne im Sumpf. Du lebst im Sumpf? In der Nähe der Sumpfkrautfelder, mein Freund. Schwarzwasser? Was ist das? Eine Siedlung. Auch Magier müssen essen. Und Tushu hat allerlei Jäger, Sammler und Händler angezogen. So ist im Laufe der Zeit Schwarzwasser entstanden. Jetzt leben alle möglichen Leute dort. Schwarzwasser... Klingt ganz schön düster. Haben sich die Magier den Namen ausgedacht? Nein, die Einwohner haben abgestimmt. Im Sumpfland sind die Menschen noch frei. Was hat es mit dem Sumpfkraut auf sich? Medizin, mein Freund. Medizin. Gut für die Nerven. Melok hier ist ein Schamane, nicht wahr? So ist es, mein Freund. Er war früher ein Mitglied des Silberseestamms. Aber Erhak hat ihn vertrieben. Was weißt du über Erhak? Nicht viel. Außer, dass er versucht, einen friedlichen Stamm in eine blutrünstige Horde zu verwandeln. Im Sumpfland hätte er weniger Arbeit gehabt. Warum? Dort lebt der Knochenbrecherstamm. Möglicherweise waren sie aber sogar unserem lieben Erhak zu hart. Warum bist du hier mit einem Ork? Melok ist ein Freund. Er teilt sein Dach, ich teile mein Sumpfkraut. Du wartest auf etwas Geheimes? Was ist das für ein Geheimnis? Ein geheimes Geheimnis, mein Freund. Schon gut, hab's verstanden. Knochenbrecherstamm? Was sind das für Orks? Wilde Menschenfresser, die im Süden des Sumpflands hausen. Aber keine Sorge, mein Freund. Das liegt weit weg von hier. Bist du der Ork-Schamane? Brauchst du Skaboos? Zwei Fragen, zwei Antworten. Ja und ja. Was willst du von mir? Schade, dass der Ork-Schamane kein anderes Aussehen hat. Also, dass alle Orks gleich aussehen, von mir aus. Die Nordmark-Krieger sehen anders aus, das ist schon mal schön, aber denen hätte man zumindest hier ein paar Federn auf dem Kopf, ein paar Kriegsbemalungen, so wie in Gothic 1 und 2 vielleicht. Hör zu, ich brauch Skaboos. Skaboos. Was will ein Mensch mit Skaboos? Giltor, der Kastellan der Silberseeburg, schickt mich. Ich soll mit Erhak über die Freilassung von Lord Gawain verhandeln, aber Ogbosch lässt mich nur in das Orklager rein, wenn ich ihm Skaboos bringe. Wir Orks haben ein Sprichwort. Isst du meine Läuse, esse ich deine. Hä? Du willst ins Orklager. Hä? Ogbosch will Skaboos. Hä? Du willst Skaboos. Hä? Ich will Erik. Erik? Ja, den Sohn des alten Häuptlings. Er ist verschwunden und ich mache mir Sorgen. Bring ihn zu mir, dann braue ich die Skaboos. Hast du einen Hinweis, wo ich nach Erik suchen sollte? Ich glaube, er versteckt sich vor mir. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe Rauch gesehen im Westen von hier. Na schön. Ich werde sehen, ob ich Erik finden kann. Du sprichst unsere Sprache ganz schön gut. Ich bin Schamane. Bevor Erhak kam, hat mein Stamm viel gehandelt mit den Menschen im Norden. Warum bist du nicht bei deinem Stamm? Wegen Erhak. Ein schlimmer Ork ist er. Ohne
Seele. Erhak hat keine Seele? Erhak ist kein wahrer Ork. Er kommt aus dem Norden, ganz weit aus dem Norden. Er ist besessen von Krieg und Macht. Wie ist Erhak an die Macht gekommen? Er war unser Gast, ein guter Jäger. Doch am Namenstag von Häuptling Morrig, da hat er ihn herausgefordert, hat gesagt, Morrig ist alt und schwach. Herausgefordert? Einfach so? Jedes Jahr darf ein Krieger den Häuptling herausfordern, aber dieser Zweikampf war ohne Ehre. Erhak hat Morrig zuerst die Arme gebrochen, vor unseren Augen, dann die Beine, dann den Hals. Schätze, ihr kämpft sonst nicht bis zum Tod. Der Kampf ist vorbei, wenn sich ein Kämpfer ergibt. Erik Morrigs Sohn wollte danach Erhak töten. Also, ich habe ihn geschlagen. Auf den Kopf! Dann habe ich ihn über die Schulter geworfen und bin gegangen. Schätze, du hast Erik damit das Leben gerettet. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber Erik durfte den neuen Häuptling nicht angreifen. Das ist tabu. Der Häuptling ist also unangreifbar? Jetzt bin ich verwirrt. Was war denn mit Morrig? Nein, ein neuer Häuptling ist tabu für viele Monde. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt darf Erik Erhak endlich herausfordern. Er wird seinen Vater rächen. Verstehe. Erhak hat dich einfach gehen lassen? Ja. Wer in die Verbannung geht, ist tabu, bis er zurückkehrt. Was willst du jetzt tun? Erik ist Morrigs Sohn. Er wird Erhak besiegen und wir sind frei. Ork-Kurugura! Ja, das sehe ich auch so. Guten Tag. Du musst Erik sein. Erik ist fort. Verloren. Wer bist du dann? Niemand. Niemand? Eriks Körper ist hier, aber Erik ist fort. Verloren. Das musst du mir genauer erklären. Sharlock klaut Eriks Seele. Böser Sharlock. Sharlock hat deine Seele geklaut? Ist er ein Schamane? Nein. Sharlock schlägt Eriks Körper, nimmt Eriks Seele vom Hals. Erik ist verloren. Sharlock hat dir die Seele vom Hals genommen? Ja, wahre Orks tragen einen Namen um den Hals. Wahre Orks tragen eine Seele. Meinst du ein Amulett? Amulett mit Seele. Also zumindest ist hier kein Amulett zu sehen. Das ist zumindest ein Detail, worauf sie geachtet haben. Das ist ja schon mal gut. Hab ich dich richtig verstanden? Die Amulette haben Namen drauf und sind deshalb Seelen? Ja, ohne Name ist Erik nicht Erik. Eriks Name ist Eriks Seele. Der Körper, der Eriks Namen trägt, ist Eriks Körper. Melok sucht dich. Eriks Körper versteckt sich. Melok sieht nicht Eriks leeren Körper. Melok sieht nicht Eriks Schande. Wenn Eriks Körper seinen Hintern zu Meloks Hütte bewegt, holt dieser Mensch hier Eriks Seele zurück. Versprochen. Versprochen? Gut, Eriks Körper gehorcht. Eriks Körper ist so leer. Wo finde ich Sharlock? Weit weg von Eriks Körper. Erik flieht damals vor Sharlock, vor Luft aus dem Sumpf. Sumpf? Sharlock ist im Sumpf? Im Wald. Sumpf ist dahinter. Also im Süden. Also dieser Ork hat echt eine schlimme Sprachausgabe irgendwie. Ich glaube, da sitzt der Seelendieb. Beziehungsweise der Penter. Was der Mensch will hier? Ich will Eriks Seele. Was ein Mensch will mit Erik seine Seele? Das geht dich nichts an, gib sie mir einfach. Nein,
Erik, sein Körper ist zu schwach für einen Namen. Hat keine Seele verdient. Ist das so? Dann fordere ich Eriks Seele ein, durch das Recht des Stärkeren. Menschen sind schwach, Orks sind stark. Wenn du stark bist, darfst du Erik seine Seele haben. Der Mensch kämpft oder der Mensch geht. Ich kämpfe. Werde ich. Der Mensch wird spüren den Schmerz. Oin. Du bist stark. Ich gehorche. Schlauer Bursche. Her mit dem Amulett. Erik, seine Seele ist nicht hier. Ist versteckt in einer Höhle. Hier ist der Steck und Dreh. Der was? Steck und Dreh. Dann geht die Menschenkiste auf. In der Höhle steht also eine Truhe. Ja, eine Menschenkiste mit Steck und Dreh. Wo ist die Höhle mit dem Amulett? Im Osten. Da, wo die Bäume weichen, dem Stein. Warum bist du nicht bei deinem Stamm? Ich bin gegangen. Erhak nimmt unsere Seelen. Erhak ist zu stark. Aber ich mache mich stärker. Jeden Tag. In vielen Monden besiege ich Erhak. Und wir sind frei. Orkuru-Gura. Orku... was? Ochsen frei. Orkuru-Gura. Was hat dir Erhak angetan? Erhak ist schlecht. Schlecht für die Orks. Er macht kaputt den Stamm. Der Stamm ist friedlich. Jagt Tiere, sammelt Früchte. Ruhige Tage. Erhak will uns machen zu Tötern. Ohne Seele. Wie Erhak. Wieso sollt ihr alle wie Erhak werden? Erhak sagt, das muss so sein. Erhak, seine Freunde auch. Sie sagen, Orks sind Krieger. Stolze Krieger. Kämpfen, töten. Aber warum? Warum soll ich sein, ein Krieger, wenn der Krieg ist nicht da? Warum soll ich töten, die Menschen? Ist Erhak sein Streit, nicht meiner? Erhak hat Freunde? 5 andere Orks sind gekommen mit Erhak. Orks aus dem Norden. Krieger, Mörder, ohne Seele. Grausam und schlau. Wie ist Erhak an die Macht gekommen? Er war der Gast bei meinem Stamm, mit seinen Freunden. War ruhig, redete viel, tat wenig, nur jagen und schimpfen, viele Monde lang, aber... Aber? Aber dann, er forderte heraus Morik zum Kampf. Tötete ihn, der erste Tod bei dem Häuptlingkampf. Dann war er der Häuptling. Ich habe verlassen meinen Stamm. Morik war dumm, aber Erhak ist böse. Ich will nicht leben wie Erhak. Orkuru-Gura! Orkuru-Gura! Was, wenn Erik Erhak besiegt? Erik ist schwach. Schon damals. Jetzt noch mehr. Er kann nicht kämpfen gegen den Wolf, nicht gegen den Goblin, nicht gegen Erhak. Du wartest. In vielen Monden. Ich besiege Erhak. Warum hast du Morik nicht herausgefordert? Ich habe damals herausgefordert, Morik. Jedes Jahr. Aber nur ein Ork kann kämpfen mit dem Häuptling. Wenn viele Orks wollen kämpfen, dann sie kämpfen zuerst. Der Sieger kämpft mit dem Häuptling. Ich aber habe gesehen, Erhak seine Augen. Augen eines Töters. Du hast also Erhak vorgelassen? Ja. Warum zum Belia hast du das Amulett in eine Kiste gepackt? Konntest du es nicht einfach verbuddeln wie ein anständiger Ork? Zuerst, ich habe gehängt, Erik seine Seele an den großen, fetten Frosch in der Höhle. Erik ist dumm, verdient den dummen Froschkörper. Aber Erik, sein Name fällt immer von dem Frosch ab. Also ich habe gesteckt, Erik seine Seele in die Menschenkiste. Und ich habe gestellt, die Menschenkiste hinter den fetten Frosch. Erik, sein Körper ist schwach. Er kann den fetten Frosch nie besiegen. Was für ein fetter Frosch? Der fette Frosch in der Höhle. Der Frosch ist dumm, aber stark. Wenn der Frosch gefährlich ist, wie konntest du dann deine Spielereien mit ihm treiben? Der Frosch ist stark, aber dumm.
Ja, fantastische Gespräche mit Sherlock. So, wir sind mal wieder aufgestiegen. Dann haben wir das jetzt schon ausgemaxt. Würde ich sagen, pushen wir einfach. Ja, pushen wir unsere Kampfkraft weiter hoch. Kampfkraft und Wendigkeit. So, ich schätze mal, das hier ist die Höhle mit dem fetten Frosch. Und hier sind auch Goblins. Lass mich in Ruhe, ja? Nee, der fette Frosch ist ein Varan. Ich dachte, der fette Frosch ist ein Lurker. Naja. Hier fängt das auch schon an mit den unnötig großen Höhlensystemen. Schaut mal, ich bin hier reingekommen und musste hier komplett rumlaufen. Hier war die Truhe. Und das nur um diesen blöden... Also um diese blöde Kiste zu finden. Hallo, mein Freund. Erik ist verloren. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin Erik. Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Erik. Moriks Sohn! Schön für dich, ich... Moriks Sohn kämpft! Erhak stirbt! Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Warum hat Sherlock dein Amulett geklaut? Sherlock hasst Morik. Sherlock will auch Anführer sein. Aber Morik ist stark. Sherlock verliert. Sherlock nimmt Rache an Moriks Sohn. Ich nehme auch Rache an Sherlock. Also, Sherlock klaut meine Seele. Was machst du jetzt mit dem Amulett? Ich kämpfe. Ich besiege Erhak. Ich räche Morik. Ich werde Häuptling. Was für ein Häuptling wirst du sein? Ein Häuptling wie Morik. Wir fischen, wir jagen, der Stamm ist glücklich. Was hast du mit Gawan vor? Gawan geht frei, frei wie der Fisch. Geht zurück zu seinem Stamm. Die Menschen leben in der Burg, die Orks leben in den Höhlen, wie es ist früher. Alles ist gut. Wird dich dein Stamm überhaupt als Häuptling haben wollen? Ja, ich bin Moriks Sohn. Ich schlage Erhak. Ich bringe den Frieden. Hallo, mein Freund. Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sherlock wird gegen Erhak kämpfen müssen. Sherlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Gawan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhak ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Ich fordere Erhak heraus. Du bist kein Ork. Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Von mir aus. Erhak muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen... Ist er kein Häuptling mehr?
Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Ehag herausforderst. Warum? Ehag wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen, aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr. Na schön, gut, dass ich gleich ein Ork bin. Hör mal zu, Erik, ich brauche dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein! Ich bin Erik! Du bist nicht Erik! Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erha kämpfen. Ich verstehe nicht! Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik! Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele! Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhag besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morrig? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Ja, dann sind wir jetzt also Erik. Und ich würde sagen, Erik fordert in der nächsten Folge dann Erhag heraus. Aber ja, also diese Story von den Orks, es ist vielleicht traurig, das zu sagen, aber ich finde diese Questline wahrscheinlich noch mit am besten von der Kenia, weil zumindest sich hier irgendwie Gedanken gemacht wurde, dass man dann die Orks überlistet mit den eigenen Regeln der Orks. Ich habe schon Schlechteres gesehen, auch in diesem Spiel gerade. Und ja, wie es dann weitergeht, erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.